Alle Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Mit diesem Wort für diesen Tag heute am Erntedanksonntag begrüße ich Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst und auch einen herzlichen Gruß an alle, die diesen Gottesdienst sehen und hören, wo und wann auch immer. Erntedank-Gottesdienst, Sie sehen es ja auch an den Gaben. Herzlichen Dank für all die gespendeten Gaben und ein herzliches Dankeschön an die Katja. Sie hat das so wunderbar hierher gerichtet. Ich weiß nicht, ob Sie das von hinten sehen können. Vorne steht so ein kleines Rad, wunderbar geschmückt. Wenn Sie nachher zum Abendmahl kommen, werfen Sie noch einen Blick drauf. Also herzlichen Dank, Katja, für dieses schöne Herrichten. Es ist Ihnen Folgendes bekannt zu geben. Herzliche Einladung zur Bibelstunde am Freitag, 7. Oktober um 20 Uhr im Vereinshaus in Oberschelden und zur Gebetszeit sonntags um 19.30 Uhr ebenfalls im Vereinshaus in Oberschelden. Und heute Abend laden wir ganz herzlich ein zur Bibelstunde um 19.30 Uhr im Kirchsaal hier in Gosenbach. Christoph Nickel ist zu Gast. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, 9. Oktober um 10 Uhr hier in der Kirche. Und am nächsten Sonntag um 18 Uhr, lädt der CVDM Oberschelden herzlich ein zu einem Lobpreis-Gottesdienst hier in die Kirche. Die E-Mail ist unterwegs wahrscheinlich hängen geblieben, zu mir ist sie nicht gekommen. Aber Dankeschön, Steffen. Also am nächsten Sonntag, 18 Uhr, alles vergessen, kein Lobpreisgottesdienst. Alles andere behalten. Dann soll ich abkündigen, am Mittwoch, 5.10., jetzt am kommenden Mittwoch, ist keine Frauenmissionsstunde in Oberschelden. Diese Stunde fällt aus. Sagen Sie es bitte den Frauen weiter. Heute sollte ja eigentlich, fällt mir gerade so ein, ich große Verstärkung hier haben mit dem Posaunenchor, aber der Posaunenchor spielt heute nicht, merkt man ja auch. Herzlichen Dank, Elke, dass du hier einspringst, der Posaunenchor. Es sind ja, wie wir alle wissen, Ferien und Urlaub und die meisten sind irgendwo in der Welt, aber nicht hier in der Kirche. Von daher ist also Spielen heute Morgen nicht möglich. Ein andermal werden Sie sicher wieder spielen. Herzlichen Dank für die Kollekte vom vergangenen Sonntag. Sie betrug 107,21 €. Und im Klingelbeutel waren 86,86 €. Heute ist die Kollekte bestimmt für die Aktion Brot für die Welt. Brot für die Welt unterstützt mit dieser Kollekte Kinder auf den Philippinen und in anderen Ländern, damit diese nicht auf dem Feld arbeiten müssen, sondern zur Schule gehen können. Und hinten steht der Opferstock. Der ist heute, wenn Sie da was reinwerfen, herzlichen Dank, der ist heute für die Siegener Tafel bestimmt. Herzlichen Dank für alle Ihre Gaben. Gott segne Geber und Gaben. Und nun wollen wir von dem ersten Lied Wir danken Gott, Lied 458, die eine Strophe singen.
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält und der nicht fahren lässt das Werk seiner Hände. Ich lese uns aus Psalm 104. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen. Und du machst neu die Gestalt der Erde. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. Halleluja. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lasst uns beten. Gütiger Gott, du lässt die Früchte des Feldes gedeihen, Zeichen deiner Liebe, die Himmel und Erde, Zeit und Ewigkeit umfängt. Gieß deinen Segen aus über die ganze Welt, dass in den Früchten der Erde deine Güte erfahren und das Verlangen geweckt werde nach den ewigen Gaben. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist verherrlicht wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir nehmen Platz und singen das nächste Lied, Herr, ich sehe deine Welt. Thank you.
Ich lese aus Lukas 12 die Verse 22 bis 34. Seine Jünger ermutigte Jesus: Macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen, Gesundheit und Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken, und der Mensch ist wichtiger als das, was er anzieht. Seht euch die Raben an, sie säen nichts und ernten nichts. Sie haben keine Vorratskammern und keine Scheunen, aber Gott versorgt sie doch. Meint ihr nicht, dass er sich um euch noch viel mehr kümmert? Doch wenn ihr euch nicht so viel sorgt, könnt ihr damit euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern. Wenn ihr aber euer Leben nicht einmal um eine Sekunde verlängern könnt, was sorgt ihr euch dann um all die anderen Dinge? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie irgendeine dieser Blumen. Wenn Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf den Wiesen grünt und blüht, morgen aber schon verdorrt ist, meint ihr wirklich, er könnte euch vergessen? Seid doch nicht so kleingläubig. Hört also auf, ängstlich danach zu fragen, was werden wir essen, was werden wir trinken? Macht euch darüber keine Sorgen. Wollt ihr denn leben wie Menschen, die Gott nicht als Vater kennen? Er weiß genau, was ihr alles braucht. Sorgt ihr euch vor allem um das Reich Gottes, dann wird euch Gott alles andere geben. Du kleine Herde, du brauchst keine Angst vor der Zukunft zu haben, denn dir will der Vater sein Königreich schenken. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Sammelt euch so einen Vorrat, der nicht alt wird und niemals verdorren kann. Einen Schatz im Himmel. Diesen Schatz kann kein Dieb stehlen und er behält immer seinen Wert. Wo eure Schätze sind, da zieht es euch auch hin. Wir wollen gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen gemeinsam das nächste Lied.
Gnade und Friede sei mit euch von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Der Predigtext für heute steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 15 bis 21. Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, segne Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, wie stellt ihr euch diesen Bauer in diesem Gleichnis vor? Soll ein Bauernhut sein. Faul? Bequem? Wahrscheinlich nicht. Zwar sagt Jesus, dass sein Feld gut getragen hat, aber er hat wahrscheinlich durch viel Arbeit dazu beigetragen, dass seine Ernte ganz, ganz groß ausfiel. Also faul, bequem, eher nicht dumm. Na, es heißt ja, kennen wir alle, die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln oder die dicksten. Aber das scheint auf diesen Bauern auch nicht zuzutreffen. Er hat schon Grips im Kopf, sonst hätte er nicht so gut und gründlich über seine Ernte nachgedacht. Er war also eher fleißig und schlau als faul und bequem und dumm. Und trotzdem, liebe Gemeinde, hat dieser Bauer ein Problem, ein großes Problem, ein Halleluja-Problem, würde ich sagen. Er hat zu viel geerntet. Er weiß nicht, wohin mit der Ernte. Das Ganze passt nicht in seine Scheunen rein. Er hat ein Problem. Ich weiß nicht, wir denken wahrscheinlich, den seine Probleme möchte ich haben. Den seine Probleme möchte ich haben. Wir kämpfen ja mit ganz anderen Schwierigkeiten. Die Preise steigen mehr und mehr. Die Energiekrise macht uns schwer zu schaffen. Und das Klima macht uns Kopfzerbrechen. Die Ernten fallen magerer aus bei der Dürre. Und der eine oder andere kleine, größere Betrieb befürchtet eine Pleitewelle, eine Wirtschaftskrise. Da hätte man solche Probleme, die dieser Bauer hat, wahrlich gerne. Zu viel geerntet. Der Bauer sagt sich: Dem Bauernhut habe ich alle Ehre erwiesen. Ich bin reich, ich bin erfolgreich. Jetzt ist was anderes dran. Jetzt wird sich herausstellen: Ich bin nicht nur erfolgreich, nicht nur reich, sondern ich bin auch ideenreich. Das soll ein Doktorhut sein. Ich habe mir den Doktorhut redlich verdient. Denn ich habe auch die Zukunft im Blick und ich bekomme sie auch in den Griff. Das Prinzip ist Wachstum. Spätere Generationen werden noch von mir, von meinem Ideenreichtum lernen. Ich bin nicht so dumm
und verteile meinen Reichtum und Überschuss an andere, die damit ja letztlich überhaupt nicht umzugehen wissen. Und warum? Warum, ihr Lieben, soll ich verkaufen, was mir später wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr Geld einbringt? Vergammeln? Vergammeln darf der Überschuss allerdings auch nicht. Ich muss ihn richtig und klug einsetzen. Also muss er im Moment nur richtig gelagert werden und dann habe ich für die Zukunft ausgesorgt. Das ist doch eigentlich ganz logisch. Ich speichere für schlechtere Zeiten, natürlich auch, um damit noch mehr Gewinn zu machen. Neue Scheunen kosten zwar viel, aber wozu bin ich denn reich? Ich kann ja noch reicher werden. Das, liebe Gemeinde, unterscheidet das Geld von den Menschen. Das Geld will arbeiten. Die Menschen manchmal nicht so gerne. Aber das Geld will arbeiten. Man muss ihm nur die Gelegenheit dazu bieten. Es muss investiert werden. Wer kennt das nicht? Kurzfristige Investitionen, langfristige Renditen. So geht das, ist doch klar. Jeder Wirtschaftsfachmann wird mir das bestätigen. Und wenn ich später verkaufe, haben die Leute was von. Sie müssen dann nicht hungern. Nahrung in dürren Zeiten. Also alles gut, so funktioniert Marktwirtschaft. Alle profitieren davon und ich am meisten. Und ich kann nun mein Leben in aller Ruhe genießen. Und sollte da vielleicht jetzt einer aufstehen und etwas dagegen sagen, dem sage ich, ich stehe in guter Tradition. Hat nicht schon Josef, der fiel mir bei meiner Vorbereitung ein, hat nicht schon Josef in Ägypten so gewirtschaftet? Ist er nicht deswegen für seine Umsicht, für seine Weisheit gepriesen worden, dieser Josef in Ägypten? Also, ich kann wirklich stolz auf mich sein. Andere Leute fürchten die Wirtschaftskrise und was weiß ich was alles. Ich habe ausgesorgt. Wenn der Bauer auch damals keinen Doktorhut bekam, heute hätte er einen bekommen. Denn genau nach seinem Prinzip funktioniert ja Marktwirtschaft. Das ist das Wachstumsprinzip. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer besser, immer höhere Erträge, ein immer höheres Brutto, wie heißt das, Bruttosozialprodukt. Wer da nicht mitmacht und wer bei dem Bestehenden stehen bleibt und mit dem Bestehenden zufrieden ist, das ist letztlich, ja, wie sagt man heute so, ein Loser. Wer da nicht mitmacht, hat bald gar nichts mehr. Und dann gibt es ja schließlich noch das Ich-Prinzip, so nenne ich es mal. Fragt der Bauer bei all seinen Überlegungen seine Frau, ich gehe mal davon aus, er hatte eine, fragt er seine Frau, fragt er seine Freunde, seine Nachbarn, seine Bauernkollegen? Nein, dieser Bauer berät sich ausschließlich mit sich selbst. Er berät sich ausschließlich selbst. Er ist selbst seines Glückes Schmied. Er will und braucht niemanden für seinen Erfolg und er braucht auch seinen Erfolg nicht zu teilen. Auch wenn heute Teamarbeit angesagt ist, im Prinzip ist dieser Mann dennoch ganz modern. Denn da hört man in der Werbung, habe ich gelesen, gönn dir was Gutes, pflege dein Ich. Wenn du es nicht tust, tut es keiner. Vielleicht, liebe Gemeinde, vielleicht liege ich falsch. Aber ich stelle fest, dieses Denken macht sich in unserer Gesellschaft mehr und mehr breit. Und so vieles funktioniert dann auf einmal nicht mehr. Das Gesundheitswesen, das Rentensystem, das Bildungs- und Sozialwesen, sie stehen auf der Kippe. Nötige Reformen lassen sich nicht durchführen, weil keiner bereit ist zu verzichten, zurückzustecken. Und ich denke, so eine ganze Gesellschaft sucht den Schuldigen, geht auf die Straße
und demonstriert, die anderen sind schuld. Und meistens heißt es dann, die da oben sind schuld. Die da oben sind schuld. Und ich, was ist eigentlich mit mir? Bin ich ganz persönlich bereit zu verzichten? Zurückzustecken? Zurück zu unserem Bauern im Gleichnis. Ich muss den Hut wechseln. Ach, machen wir mal woanders hin. Ihm setzt Gott die Narrenkappe auf. Herzlichen Dank, wenn diese Person zuschaut, jetzt rein zufällig. Herzlichen Dank für diese Narrenkappe. Du Narr, sagt Gott im Gleichnis zu ihm. Jesus selbst begründet das, du Narr. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Eine einfache, eine schlichte Wahrheit, die wir Menschen offenbar immer wieder vergessen und auch nicht hören wollen. Warum also bekommt der Bauer die Narrenkappe? Weil er reich war oder klug? Nein, weil er die Rechnung ohne Gott und ohne den Nächsten macht. Weil er sich im Besitzen verliert und keinen Mut zum Verlieren besitzt. Weil er bei sich sucht, was er nur bei Gott finden kann. Und Gott sagt es auf verschiedene Weise, aber immer sehr deutlich: Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Mir fällt auf, Jesus verkürzt die ganze Diskussion, die sich um den Besitz unter den Leuten entwickeln kann, immer wieder aufs Deutlichste verkürzt er es. Beim reichen Jüngling ist das so und auch hier redet Jesus sehr schnell vom Ende des irdischen Lebens. Denn am Ende des irdischen Lebens, da wird dann offenbar, wofür hast du gelebt? Hast du ein Ziel, das dein Leben nicht nur ausfüllt, sondern erfüllt? Klar, liebe Gemeinde, das weiß ich auch. Wir brauchen Leben, wir brauchen Geld, Leben auch, aber wir brauchen Geld, um existieren zu können. Aber das ist doch nicht das wahre Leben, von dem wir träumen. Doch statt dieses Leben zu suchen, finden wir den Sinn des Lebens darin, den eigenen Wohlstand auszubauen. Es wäre sicher total falsch und ich würde missverstanden, wenn jetzt einer meinte, ich wäre ein Griesgrämer, ein Nichtgönner. Solche Leute laufen ja auch in der Weltgeschichte rum, so Griesgrämer, Nichtgönner. Und ich will keinem seinen nächsten Urlaub, egal wo auch immer, vermiesen, schlecht machen oder sein eigenes Haus, ich besitze ja auch ein Haus, oder seinen wunderschönen Garten oder sein, was weiß ich, neues Auto oder was auch immer. Nein, die Frage ist nur, welchen Platz nimmt das in deinem Herzen ein? Und die nächste Frage, und bräuchtest du das alles wirklich noch, wenn es nicht mehr der Schatz deines Herzens wäre? Liebe Gemeinde, kluge Köpfe haben herausgefunden, dass es die hemmungslose Habgier einzelner Finanzjongleure war, die damals die Wirtschaftskrise hervorgerufen hat. Da frage ich mich, wo beginnt die Gefahr der Habgier zu erliegen? Passiert das vielleicht nur in Frankfurt im Bankenviertel oder in London oder an der Wall Street? Nein, liebe Gemeinde, wovor Jesus warnt, liegt viel, viel näher. Dass der äußere Rahmen des Lebens zum Sinn des Lebens wird. Dass der äußere Rahmen des Lebens zum Sinn des Lebens wird. Und es ist schon verrückt.
besinnungslos und wie betäubt rennen Menschen irdischen Reichtum nach. Rennen wir, ich schließe mich mit ein, irdischen Reichtum nach. Obwohl wir genau wissen, das kann es letztlich nicht sein. Der Mensch ist närrisch in seinem Herzen. Der Bauer rechnet nicht mit Gott und auch nicht mit seinem Nächsten. Sie sind ihm gleichgültig. Sie könnten nur seinen Profit verringern. Dieser Bauer, er begreift überhaupt nicht, wie sehr er sich den anderen verdankt und wie sehr er auf den anderen und die anderen angewiesen ist. Sein Besitz macht ihn blind, hat sein Herz besetzt. Du Narr, du Narr. Möchte ich, dass Gott mir am Ende meines Lebens die Narrenkappe aufsetzt? Gibt es eine Alternative? Selbst gezimmert, vorsichtig. Gibt es eine Alternative? Es ist der Schatz, von dem Jesus im Folgenden nach diesem Gleichnis redet. Wir haben es eben ja gerade in der Lesung gehört. Unser Schatz steht im Himmel und ist für dich bereit. Es ist das ewige Leben, das Jesus für dich und für mich am Kreuz eröffnet hat. Für das Leben bei und mit Gott hat er dich ja eigentlich geschaffen. Dem hast du vielleicht immer selbst im Wege gestanden. Durch Jesus aber ist das Ziel ganz nah, so nah, dass sich dieses ewige Leben schon hier und jetzt auswirkt. Jesus sagt, das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib, mehr als die Kleidung. Dieses Mehr, darf auch schon jetzt dein Herz erfüllen. Dann bist du kein Bauer und Gelehrter, aber auch kein Narr, sondern dann bist du ein Königskind. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben, dir das Reich zu geben. Jesus setzt dir die Krone auf. Daran erinnert dich heute das Erntedankfest. Du verdankst dich und dein Schicksal nicht dir selbst. Ein anderer sorgt für dich. Je mehr du verstehst, dass dein irdisches Leben nichts weiter ist als der zeitliche Schritt ins ewige Leben, desto weniger musst du dich sorgen und diese Sorgen dann mit den Prinzipien dieser verlorenen Welt bekämpfen. Jesus meint das nicht in einem übertragenen Sinne, sozusagen geistlich abgehoben, sondern er meint es ganz konkret und auch sehr irdisch. Einige gesellschaftliche Konsequenzen habe ich ja angedeutet. Aber auch das kann schnell weit entfernt sein von deinem Alltag und Möglichkeiten. Manchmal fragen wir uns, was kann ich schon an der Gesellschaft ändern? Sicher nicht viel mit der eigenen Kraft. Aber, ihr Lieben, wo du lernst, aus anderen Quellen zu leben, wirkst du anziehend und wirkungsvoll. Dein Reichtum bei Gott kann äußerst attraktiv sein für Menschen, die an ihren eigenen Sorgen zugrunde gehen. Dabei solltest du dich nicht überheben und zu viel von dir halten. Die Krone ist ja nicht von dieser Welt. Die Krone ist ja nicht von dieser Welt. Aber du darfst viel von Gott erwarten und er will in dein Leben und das Miteinander mit anderen, will er hinein regieren. Vielleicht muss dir Gott erst die Narrenkappe aufsetzen, bevor du aufwachst. Wohl dem, der sich rechtzeitig wecken lässt und die Narrenkappe mit der Krone der Kinder Gottes tauschen lässt. Das Einzige, was dann noch geschehen muss, ist, dass du sie dann auch tatsächlich aufsetzt und bewusst trägst. Wie das im Einzelnen in deinem Leben aussieht, das kann sehr unterschiedlich sein. Entscheidend ist,
dass du von der Abhängigkeit von Gott nicht nur redest, sondern sie lebst im Umgang mit deinem Geld, mit deiner Zeit, mit allem, was du bist und hast. Die Frage ist also zum Schluss, worauf verlasse ich mich? Wovon mache ich mich abhängig? Worauf setze ich? Bauernkappe, Doktorhut, Narrenkappe oder auf die Königskrone? Jesus lehrt uns durch sein Gleichnis, Reichtum bei Gott ist wichtiger als alle irdischen Schätze. Lass diese Gewissheit auch dein Leben prägen. Amen. Darum bitten wir dich, lieber himmlischer Vater, dass das auch mein und unser Leben prägt. Dass wir die Gewissheit fest und gewiss bekommen und haben, dass wir bei dir einen unendlichen, einen ganz, ganz großen Schatz haben. Und dieser Schatz nicht nur irgendwann, sondern jetzt schon bei uns ist und mit uns geht. So danken wir dir für dein Wort. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Wir singen das nächste Lied. Dir Gott, allmächtiger Vater, und preisen dich durch Christus, unseren Herrn. Du bist der Schöpfer unserer Welt. Ihr Reichtum und ihre Schönheit sind deine Gaben. Du hast uns die Treue gehalten, als wir Menschen dich und deine Gaben missachteten. In Christus bist du zu uns gekommen. Einsamkeit und Schmerzen hat er mit uns geteilt, die Folgen unsere Schuld getragen und den Tod erlitten. Du hast ihn auferweckt und erhöht. Durch seinen Heiligen Geist wirkst du an uns, an deiner Kirche, ja auch an der Welt. Darum singen wir dir unser Lob, wir preisen dich auch im Namen derer, die vergessen oder nie gelernt haben, dich zu loben. Mund der Stummen wollen wir sein zu deinem Ruhm. Darum stimmen wir ein in das Loblied deines Volkes und singen.
wir beten. Vater, wir danken dir, denn du bist unser Gott. Himmel und Erde und alles, was lebt, dankt dir seinen Ursprung. Dein Licht erhellt die Welt und ließ das Leben entstehen. Du schufst den Menschen nach deinem Bild, du lenkst seinen Weg und du führst ihn durch dein Gebot. Er hörte dein Wort aus deinem Mund, deiner Boden. Du sprachst zu uns allen dein ewiges Wort. In Jesus Christus, deinem Sohn, in ihm haben wir das Leben. Sein Geist der Liebe ist der Geist, der uns lehrt, dich, unseren Vater, zu loben, dir zu danken, dich zu verherrlichen. Amen. Unser Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch, nach dem Abendmahl dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Deinen Tod, o Herr, verkündigen wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit, Christe, du Lamm Gottes. Kommt, denn es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Es ist vielleicht noch schnell zu sagen, wir teilen nur Einzelkelche aus. Und wer nicht im Fernsehen oder Video gesehen werden möchte, der möge sich bitte auf die linke Seite stellen. Die Kamera ist so eingestellt, dass nur die rechte Seite zu sehen ist. Am Ende reichen wir uns nicht die Hand, sondern legen die rechte Hand auf die Schulter unseres Nachbarn. Und wir beginnen mit dem Abendmahl, von mir aus gesehen, auf der linken Seite. Thank you.
Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte und seine Wahrheit wären ewiglich. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir sind dir von Herzen dankbar, dass du unser Leben durch reiche und arme Zeiten geleitet hast und uns allezeit das gabst, womit wir leben konnten. Du gabst meistens mehr als genug. Wir schulden dir Dank, Herr. Lass ihn uns denen bringen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind, den Armen und Hungernden, den Einsamen und Kranken. Wir schulden dir Dank, Herr. Lass ihn uns darbringen, indem wir lernen, deine Schöpfung zu bewahren vor Ausbeutung und gedankenloser Verschmutzung. Wir schulden dir Dank, Herr. Lass ihn uns leben mit unserer Mitarbeit in der Gemeinde, in Gruppen und Kreisen und in den Einrichtungen der Gesellschaft, die das Wohl und die Würde der Menschen zum Ziel haben. Du hast uns viel geschenkt und anvertraut. Du sorgst dafür, dass wir leben können. Du schenkst uns, Jesus Christus, das Brot des Lebens. In deiner Güte, Herr, fragst du uns nach der Frucht unseres Lebens. Herr, erbarme dich und hilf uns, reif zu werden für deine Ernte. Dir, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist sei Dank und Anbetung, jetzt und alle Zeit und auch in Ewigkeit. Und all unsere Gebete fassen wir zusammen und beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Segen und im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.